Herzlich willkommen bei Autobild TV, das Magazin. Heute sind wir auf einem Formel-1-Kurs zu Gast. Masse mal Beschleunigung. So viel Kraft hat der neue BMW X6M. Vorsprung durch Vernunft, das Duell der Lifestyle-Laster. Und Länge plus Luxus, die Wiederauferstehung von Maybach. Bullenreiten gehört zu Texas wie Cowboyhüte und Revolver. Also kein Wunder, dass BMW den neuen X6M nahe der texanischen Hauptstadt Austin präsentiert. Die Bayern haben ihr 2,3 Tonnen schweres Kraftpaket auf den noch jungen, aber jetzt schon berühmten Formel-1-Kurs Circuit of the Americas losgelassen. Doch wer diesen Ritt wagt, vergisst schnell das Gewicht von dem wilden Stier. Circuit of the Americas, einer der spektakulärsten Formel-1-Kurse der Welt. Eine Herausforderung für rassige, leichte Boliden. Deshalb präsentiert wohl auch BMW genau hier sein neuestes Geschoss. Satte 575 PS und, Achtung, jetzt kommt's dicke, zarte 2,3 Tonnen Gewicht. Bayerns dickster Brummer, die zweite Generation des X6M. Also mal Hand aufs Herz, ich verstehe bis heute nicht, warum so viele Menschen auf SUV abfahren. Solche dicken Geländewagen kannte man früher eigentlich nur aus den meisten amerikanischen Filmen. Die schlucken massenhaft Sprit. Vom CO2 will ich gar nicht erst anfangen. Und dann noch sowas, ein SUV-Coupé. Was soll das denn? Dann nehmen die den Platz, den man zumindest auf der Rückbank in so einer Schleuder hatte, wieder weg für ein ach so schickes Fließheck. Wer braucht sowas? Und jetzt setzt BMW dem Ganzen noch die Krone auf. Da steht er, der X6M. Die machen aus ihrem 2,3 Tonnen SUV-Coupé noch einen Rennwagen und jagen ihn hier in Austin, Texas über die Rennstrecke. Was soll das? Mein Unverständnis teile ich mit wahrscheinlich vielen Autofans, die das erste Mal auf einen X6M treffen. Der Wagen provoziert und polarisiert mit seiner puren Unvernunft. Die Gewichtsklasse dieses Bullen haben wir bereits erwähnt. Schauen wir uns den Rest einmal genauer an. Der 4,4 Liter V8 leistet mit seinen 575 PS 20 mehr als sein Vorgänger. Mit unglaublichen 750 Newtonmetern wirft sich das Dickschiff ins Zeug, um in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 zu stürmen. Spielend sind so 250 Stundenkilometer drin, gegen Aufpreis sogar 280. Wen interessiert die Verbrauchsminderung um 20% zum Vormodell? Der von BMW angegebene Durchschnittsverbrauch von 11,1 Litern ist wohl selbst im Standgas kaum zu schaffen. Wer sich den Einstiegspreis von 117.700 Euro leisten kann, macht sich eh keine Gedanken über die Spritkosten. Doch wie fühlt sich diese übermotorisierte Wuchtbrumme tatsächlich an? Ich versuche den Elefanten im Eiltempo durchs Nadelöhr zwischen den Curbs zu bügeln. Also bereits nach wenigen Metern vergisst man das enorme Gewicht dieses Wagens. Und glauben Sie es oder nicht, der X6M, der lässt sich genauso leichtfüßig fahren wie ein 5er BMW. Die Wankbewegung, also das Schaukeln des Fahrzeugkörpers, das haben die Jungs vom BMW M-Team eigentlich fast völlig eliminiert. Der liegt wirklich wie ein Brett in den Kurven und untersteuert kaum. Und dann ganz ehrlich, dieser Sound. Also selbst im Grenzbereich bleibt der Dicke hier wirklich gut beherrschbar und lässt sich auch bis zu einem gewissen Grad mit der direkten Lenkung wieder einfangen. Aber bevor es jetzt allzu heftig wird, suche ich mir mal einen Piloten, der dieses bullige Kraftpaket noch mal deutlich härter rannehmen kann. DTM-Pilot Martin Tomczyk ist mein Mann. Bislang hat auch er noch nie ein Auto mit diesem Masse-Leistungsverhältnis über eine Rennstrecke gejagt. Und selbst der Profi ist beeindruckt. Ja, es ist natürlich schon eine andere Herausforderung. Klar, man merkt natürlich letztendlich schon das Gewicht.
Ein Gewicht kann man nicht wegretuschieren, es ist einfach da. Aber man kann es gezielt, sage ich mal, kaschieren, das Gewicht. Und das hat die MGMBH wirklich geschafft, auch mit dem Fahrwerk ein Fahrverhalten zu schaffen, das wirklich, wie du ja schon gesagt hast, mehr oder weniger wie ein 5er BMW sich anfühlt. Ja? Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die nicht leicht zu bewältigen war seitens der Ingenieure, aber sie haben es geschafft. Und deswegen macht auch ein X6M Spaß, flott auf der Rennstrecke bewegt zu werden. Ist das nicht eigentlich völlig pervers, ein Auto, was 2,3 Tonnen schwer ist, mit so viel PS rauszurüsten? Also irgendwie passt das für mich so im ersten Moment überhaupt nicht zusammen. Naja, es gibt natürlich immer Leute, die sowas cool finden. Ja? Also ich muss auch sagen, wenn ich es jetzt fahre, ich finde das Auto cool. Ja? Ob man es wirklich auch dann haben muss, ist wieder das andere. Aber ich sage mal, die Leistung gepaart mit dem Gewicht, dem Fahrwerk und auch die Kombination mit den Bremsen, das harmoniert. Also es funktioniert wirklich hervorragend. Und das kann man hier wirklich auch auf der Rennstrecke prüfen und feststellen. Bleibt die Frage, wer kauft so ein Ding, das rund 35.000 Euro teurer ist als der auch nicht gerade billige V8 aus der Großserie? Rabiate Russen, neureiche Chinesen, PS-verliebte Amerikaner oder doch ein paar Selbstdarsteller aus Deutschland? Entwickeln solche Modelle für sehr leistungs- und performanceorientierte Kunden. In dem Falle natürlich auch die, die etwas Besonderes suchen, was sich schon an der äußeren Form des BMW X6 festmacht, aber dann natürlich nochmal gesteigert durch die High-Performance-Features, die wir in dem Auto haben. Das in Summe ist eine Kombination, die eine bestimmte Klientel anspricht, die sich auch ein Stück weit exponieren mag, die ein Stück weit extrovertierter ist, als das der durchschnittliche Kunde ist. Falls Sie sich tatsächlich für einen X6M entscheiden, noch ein wichtiger Tipp von der örtlichen Polizei. Detective Mike Monroe hat den Dicken jedenfalls schon auf dem Kicker. Kaufen Sie bloß keinen in Rot, das wirkt immer schneller. 130 sehen gleich aus wie 160, also Vorsicht, keinen roten kaufen, lieber diesen hier. Guter Tipp, dann wissen ja alle Raser Bescheid. Zeit für ein Fazit. Ein SUV-Coupé-Rennwagen. Eigentlich braucht niemand so eine Wuchtbrumme wie den X6M. Aber was die Ingenieure des M-Teams aus diesem schweren BMW herausgeholt haben, um ihn so rennstreckentauglich wie möglich zu machen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ganz ehrlich, wenn Sie eine Rennstrecke bei sich in der Nähe haben, fahren Sie noch einfach mal. Die Kiste ist einfach nur geil. Auch der neue X6M wird ein Auto sein, das polarisiert. Ab dem 11. April steht er bei den Händlern. Dann können sich die Kunden selbst ein Bild machen vom Brutalo Bayern. Wer vielleicht gar nicht unbedingt selbst fahren möchte, sondern viel lieber hinten sitzt, für den haben wir gleich noch etwas. Der Maybach ist zurück. Wie man sich bei Staatsoberhäuptern oder Königen das Autofahren vorstellen kann, das zeigen wir Ihnen gleich. Willkommen zurück bei Autobild TV. Es ist ein Dauerthema, seit der neue Passat zum ersten Mal einen Vergleich bei uns gewonnen hat. Welches Auto kann diesen Volkswagen schlagen? Es gibt zwar günstigere und je nach Geschmack auch aufregendere Konkurrenten, aber bislang hat eben noch keiner nach Punkten gegen den Wolfsburger gewonnen. Deswegen tritt jetzt ein anderer Seriensieger an. Die neue Mercedes C-Klasse, und zwar als Kombi. Bevor er überhaupt wirklich zu haben war, wurde er von der Fachjournalie in den Himmel gelobt. Wir waren gespannt, ob die Neuauflage des VW Passat dem Ganzen überhaupt gerecht werden kann. Die ersten Testfahrten zeigten deutlich, ja, er kann. Und obendrein schien er seit Ende letzten Jahres alle Konkurrenten auf ihre Plätze zu verweisen. Der VW Passat scheint derzeit in seiner Klasse wirklich unschlagbar. Und die Wolfsburger werden auch nicht müde zu erzählen, dass sie mit diesem Auto einen gewaltigen Schritt Richtung Premiumklasse gemacht haben. Das sieht man nicht nur daran, was dieser Wagen alles kann, sondern auch an der Preisstruktur. So ein Auto, das knackt ganz schnell ratzfatz mal die 60.000 Euro Marke. Wir haben hier mal das Mercedes T-Modell hingestellt. Damit wollen wir diesen Wagen vergleichen. Und wer den Mund so weit aufreißt wie die Wolfsburger, der muss einen Premium-Vergleich eigentlich auch nicht scheuen. Schauen wir uns als erstes mal den Premium-Konkurrenten an. Seit letztem Jahr ist die Mercedes C-Klasse auf dem Markt und trug ein ähnliches Image wie der jetzige Widersacher aus Wolfsburg. Die C-Klasse brillierte in allen Tests, deklassierte ihre Gegner und verlor direkte Vergleiche, wenn überhaupt nur aufgrund des stattlichen Preises. Immerhin kostet eine Mercedes C-Klasse in der Basis rund 33.700 Euro, als T-Modell gut 35.200 und lecker ausgestattet mit optionalen Dämpfern und ein, zwei Extras mehr kostet unser Testwagen satte 53.420 Euro.
Aber dafür kann er auch richtig was. Trotz 4,70 Meter Länge sieht er wirklich schlank und elegant aus. Die C-Klasse ist sehr schick gezeichnet, ähnelt stark der Limousine und vermittelt den Hauch Premium, den man erwartet, trägt man den Stern auf der Brust. Das Cockpit ist fast luxuriös. Mit dem edlen Materialmix würde das sogar für die Oberklasse funktionieren. Bis ins kleinste Detail ist alles akribisch verarbeitet. Der Benz bietet vorn genügend Platz, auf der Rückbank hätte jedoch ein bisschen mehr Beinfreiheit nicht geschadet. Das Ladevolumen beträgt im Normalzustand anständige 490 Liter und mit umgeklappter Rückbank 1510. Was besonders viel Spaß macht hier am Mercedes, ist natürlich die Luftfederung. Die federt so unfassbar flauschig, da fühlt man sich fast wie beim Muttern in eine Schmusedecke eingewickelt. Selbst Bombenkrater, große Schlaglöcher, die schluckt er einfach so weg. Was er nicht so gut kann, ist das letzte bisschen Sportlichkeit. Die fehlende Dynamik stört aber nicht wirklich, denn richtig erwarten tut man das bei einem Familienkombi mit Sternen eh nicht. Die Luftfederung schlägt mit 1416 Euro zu Buche. Angetrieben wird der Benz von einem Vierzylinder-Turbo. Der Diesel leistet 204 PS und hat ein maximales Drehmoment von satten 500 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 240 km/h und der von uns gemessene Verbrauch lag bei 5,6 Litern Diesel. Das sind mehr als 1 Liter über der Werksangabe. Das hohe Drehmoment passt blendend zum Charakter des Benz und dank einer famosen Dämmung bleibt es innen ruhig. Auch am Getriebe wurde ordentlich nachgebessert. Dafür ein großes Lob an die Stuttgarter Ingenieure hinsichtlich der 7-Stufen-Automatik. Die schaltet wunderbar sauber und vor allen Dingen fast unmerklich. Natürlich fehlt es auch nicht an Sicherheit. Bei den Assistenten kann so gut wie jeder Wunsch erfüllt werden. Die Extraliste so dick wie eine Bibel. Das könnte der wirklich guten C-Klasse Punkte kosten, denn sie ist definitiv alles andere als günstig. Ansonsten gibt es kaum was zu meckern. Die Mercedes C-Klasse hat ordentlich vorgelegt. Mal sehen, ob die Wolfsburger mit ihrem Premium-Passat den Mund am Ende nicht doch zu voll genommen haben. Rein optisch strahlt der Passat nicht den Luxus aus, wie das der Stuttgarter Kombi tut. Sein Design ist eher nüchtern und reduziert. Und für viele sind die Buchstaben VW eben lange nicht so sexy wie ein Stern. Flacher, breiter und dezent an Front und Heck nachgebessert ist er zumindest ein bisschen schicker als sein Vorgänger. Innen erkennt man die Premium-Ansprüche sehr viel deutlicher. Der Passat ist durchweg aufgeräumt, bestens verarbeitet, im Vergleich zum Benz wirkt er aber nicht so edel. In Sachen Platzangebot deklassiert der Passat die C-Klasse. Vorn und auf der Rückbank deutlich geräumiger und dann der Kofferraum. 650 Liter, also 160 mehr als der Sternenkombi. Und mit umgeklappter Rückbank sind es sogar 270 mehr, also 1780 Liter. Den Premium-Anspruch, den die Wolfsburger für den neuen Passat ausloben, der ist durchaus gerechtfertigt. Denn wenn man hier erstmal Platz genommen hat, dann sieht man wertige Materialien, bestens verarbeitet. Das macht alles einen richtig tollen Eindruck. Unterstrichen wird das dann alles noch vom digitalen Kombi-Instrument. Das ist komplett digital, aber auch optional. Das heißt, da muss man ordentlich was für draufpacken. Wenn man mich persönlich fragt, ich finde physische Rundinstrumente, da geht nichts drüber, aber ist ja auch meine persönliche Meinung. Die Federung, die ist auch nahezu perfekt, obwohl im Mercedes, da ist es noch ein Tick komfortabler. Klar, Luftfederung, aber dafür fehlt es an Sportlichkeit, die fehlt hier eben nicht. Der Passat hat eine deutlich bessere Mischung. Die adaptiven Dämpfer für 1180 Euro fast auf Augenhöhe mit der rund 250 teureren Federung des Benz. Dazu noch dynamischer, der Punkt tut weh. Angetrieben wird der Variant von einem Vierzylinder-Turbo. 190 PS, ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Der von uns gemessene Verbrauch liegt mit 6,1 Litern nur 0,1 über der Werksangabe. Im direkten Vergleich liegt der Benz mit dem stärkeren und verbrauchsärmeren Motor einen Tick vorn. Trotzdem langt er in Sachen Laufkultur nicht an den Wolfsburger heran. Der VW-Diesel überzeugt zudem mit Durchzugsstärke und lebhafter Kraft. Die Basis des VW Passat Variant mit dem 2 Liter TDI liegt bei 38.200 Euro. Unser Testwagen liegt bei 44.620 und ist damit mehr als 9.000 Euro günstiger als die von uns getestete C-Klasse. Das ist allerhand. Der VW Passat besteht auch den Premium-Vergleich gegen den Stern aus Stuttgart und gewinnt ihn sogar. Er ist groß, sparsam, komfortabel, hat einen tollen Motor und sogar das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. In den nächsten Jahren wird wohl gegen den Wolfsburger kein Kraut gewachsen sein. Die Wolfsburger haben es in der Tat geschafft, mit dem neuen VW Passat Variant einen Wagen zu bauen, der modellübergreifend alles wegfegt, was sich ihnen in den Weg stellt. Und nicht nur, weil sie wie sonst immer mit dem schlagenden Argument Preis-Leistung punkten konnten. Nein, dieser Passat ist durchaus schon ein bisschen Premium, auch wenn nicht in jedem Detail. Aber egal, was wir schreiben, am Ende entscheidet der Kunde und für viele kann allein der Stern im Grill mehr Premium ausstrahlen als der beste Wolfsburger. Der Genfer Autosalon gehört zu den Top-Automessen des Jahres. Und er ist auch immer ein Blick in die Zukunft.
Hier kommen die wichtigsten Studien und Konzepte. Hier kommt der Autobild Insider. EDAG zeigt auf dem Genfer Autosalon 2015 die Sportwagenstudie Light Cocoon. Sie setzt auf neue Materialien, Leichtbau und 3D-Druck. Die skelettartige Fahrzeugstruktur ist mit einem extrem leichten Stoff bezogen. Unter dem Gewebe durchleuchten LEDs die Außenhaut. Die Karosseriestruktur spart Gewicht. Harte, schwere Materialien sollen nur dort verbaut werden, wo sie für die Funktion, Sicherheit und Steifigkeit notwendig sind. Dazu will EDAG künftig Teile der Karosserie im 3D-Drucker fertigen. Über ein mögliches Antriebskonzept gibt es keine Angaben. Toyotas Nobelmarke Lexus zeigt in Genf, dass sie auch Kleinstwagen könnte, wenn sie denn will. Mit dem Konzept LFSA. Der nur 3,45 Meter kurze Dreitürer mit dem riesigen Kühlergrill soll üppigen Komfort und umfassendes Infotainment bieten, die normalerweise nur in größeren Fahrzeugen zu finden sind. Der Stadtwagen ist als 2+2-Sitzer geplant. Ob er tatsächlich eine Chance hat, in Serie zu gehen, ist noch offen. Fließende und energiegeladene Formen, Chromakzente und der markante Kühlergrill mit LED-Scheinwerfern sowie die schräg abfallende Heckscheibe. Das ist Suzukis neue Formensprache beim iK2. Mit der neuen Basis soll das Gewicht deutlich gesenkt werden. Zudem kommt in diesem Concept Car ein neuer Boosterjet 1,0 Liter Turbomotor mit Direkteinspritzung zum Einsatz. Für 2016 haben die Japaner eine Serienversion basierend auf dem 4 Meter langen iK2 angekündigt. Für die soll dann auch das Mild-Hybrid-System verfügbar sein. Der Welt entrückt. Nicht einmal ein Hauch dringt von außen in diese Luxusoase ein. Wer hier Platz nimmt, hat entweder einen Staatsbesuch vor sich, unverschämt viel Geld, oder das große Glück, die erste Testfahrt machen zu dürfen. Maybach ist wieder da. Nicht als eigene Marke, aber dafür mit noch mehr Luxus. Ein kleiner Einblick in die rollende Heimat der Schönen und Reichen. Santa Barbara, Kalifornien. Eine Stadt, die vor allem für eines steht: Reichtum. Spitzname American Riviera. Hier ist das Durchschnittseinkommen dreimal so hoch wie im Rest der USA. Genau der richtige Ort, um das derzeit exklusivste Auto von Mercedes vorzustellen: den neuen Maybach. Der Wagen ist 5,45 Meter lang. In der Top-Ausstattung ist der Mercedes 12-Zylinder eingebaut. Offiziell ist bei 250 km/h Schluss, aber die 530 PS und die 830 Newtonmeter Drehmoment würden mehr erlauben. Immerhin geht ein Maybach immer in 5 Sekunden auf 100. Zum Vergleich, ein Porsche 911 ist in der Basis gerade mal 0,2 Sekunden schneller. Auch wenn es den künftigen Besitzer wohl kaum interessieren wird, der Verbrauch liegt bei 11,7 Litern. Realistisch sind im Alltag wohl eher 16, aber eigentlich ist das alles unwichtig. Dieses Auto wird erst spannend, wenn man sich der hinteren Sitzreihe zuwendet. Denn der Maybach ist eine rollende Wellness-Oase. Hier will man nicht einsteigen, sondern einziehen. Willkommen in meinem neuen Haus. Komm, schaut euch um. 20 cm länger ist der Wagen und das bedeutet vor allem mehr Platz für mich auf dem Rücksitz. Viel Platz und viel Ruhe. Zwei Luxusgüter, die man sich gerade im gehobenen Management doch gerne mal gönnt. Zwei andere Luxusgüter verstecken sich hier hinter. Das sind zwei versilberte Sektkelche. Kostenpunkt schlappe 3000 Euro. Extra versteckt sich. Dahinter versteckt sich mein Kühlschrank, die Küche also, wenn ich dann eben mal den Shampoos kühlen möchte, den ich mit diesen beiden wundervollen Kelchen dann zu mir nehme. Das Highlight in diesem Auto, in meinem neuen Haus, ist für mich das Entertainment-System. Ich habe hier kabellose Kopfhörer, ich habe eine Fernbedienung, mit der kann ich bequem alles bedienen. Ich kann zum Beispiel DVDs gucken, gut, DVDs guckt keiner mehr, die Leute streamen ja live aus dem Internet. Das geht auch, ich kann nämlich hier wundervoll ins Internet gehen während der Fahrt. Ich kann auch mir das Navi auf den Bildschirm legen und mir angucken, wo unsere Reiseroute hingeht. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen wie im Flugzeug, allerdings ein klassischer Learjet, denn ich bin hier allein mit dem Piloten. Da kommen sie einem entgegen, die Hochtöner. Sieht ein bisschen aus wie ein Rasierapparat, aber ist Teil einer wundervollen Anlage. Wenn man sich mit dem Chauffeur auf den Musikgeschmack einigen kann, dann kann man nämlich auf die Kopfhörer verzichten und dann sitzt man hier in einem rollenden Konzertsaal.
Ein kleines, aber sehr feines Detail, was man leider nicht sehen kann, sind die beheizbaren Armlehnen. Das heißt, wenn ich im Winter mal in dieses Auto komme und meine Ärmchen hier auflege, dann werden die schön von der Wärmflasche beheizt. Ach ja, übrigens, es gibt natürlich auch die Hot Stone Massage hier im Sitz eingebaut. Also kann ich mich schön bequem massieren lassen, aber das ist eigentlich nichts Neues. Das gab es auch schon in der S-Klasse. Das alles hat natürlich seinen Preis. Gut 183.000 Euro kostet unser Maybach. Allerdings gibt es auch eine 8-Zylinder-Version für knapp 134.000 Euro. Da kann man sich für 50.000 Euro dann noch ein Auto zum Selberfahren dazu kaufen. In beiden Fällen, egal ob 8 oder 12-Zylinder, kostet der Maybach rund 20.000 Euro mehr als eine normale S-Klasse mit langem Radstand. Der Tag hier in Kalifornien, der neigt sich dem Ende entgegen. Und wir kommen zu unserem Fazit und das fällt ganz klar und eindeutig aus. Das hier, das ist Luxus zum Schnäppchenpreis. Sagen Sie, der hat doch einen am Helm, wieso Schnäppchenpreis? Aber man muss es ins Verhältnis setzen. Ein alter, ein gebrauchter Maybach kostet in etwa genauso viel wie der hier. Audi und BMW haben im Vergleich nichts im Programm. Das heißt, man müsste schon zu Bentley oder Rolls-Royce gehen und die wollen 250.000 bis 350.000 Euro für so ein Auto. Das heißt, im Grunde genommen ist es fast peinlich für die Käuferschicht, nur unter 200.000 Euro ausgeben zu müssen. Aber keine Sorge, mit ein paar Individualisierungen, so ein bisschen Metallic-Lack zum Beispiel, dann kann man da auch über 200.000 Euro für dieses Auto ausgeben. Erspart dann auch lästige Fragen nach dem sozialen Abstieg. Ich glaube, es ist ganz schlau von Mercedes, dieses Auto auf den Markt zu bringen, denn das Luxussegment wächst und es ist auch sehr schlau, Maybach als Marke zu erhalten, aber eben nur als Luxuslinie und nicht als komplett neues Auto. Okay, mal ganz im Ernst. Wer kauft solche Autos? Mercedes will über die Hälfte aller S-Klasse Maybach nach China verschiffen. Hier in den USA wird der zweitgrößte Absatz erwartet. Als drittes kommen die Scheichs ins Spiel und erst ganz am Ende kommen die Europäer. Viele Maybach-Mercedes werden wohl in den Staatsbetrieb gehen, um Gäste standesgemäß unterbringen zu können. Und vielleicht nimmt Marco Reus ja noch einen, zumindest bis er seinen eigenen Führerschein hat. Wer es nicht ganz so luxuriös, aber dafür sehr sportlich mag, der kommt nächste Woche voll auf seine Kosten. Wir haben den ersten Vergleich zwischen dem nagelneuen AMG C63 von Mercedes und dem BMW M3. Ein ewiges Duell der Rennlimousinen in seiner Neuauflage also. Bis dahin, lassen Sie die Reifen rauchen. Machen Sie es gut. Tschüss.